Hey, willkommen zur 35. Folge vom neuen Tomb Raider. Und wir sind hier wieder in so einem Forschungsdings, wo sich wieder eine Menge Feinde rumtummeln, die wir natürlich abknallen dürfen. Jedenfalls hat es sich danach angehört. Mach auf. Das wird aber Lärm machen, ne? Hätte ich mich jetzt aufgefallen. Hier rüber! Brennt! Brennt! Ja. Lager. Sportbogen. Waffe modifizieren. Compoundbogen zu Sportbogen. 100%. Perfekt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was gibt's denn da? Explosive Pfeile. Wie viel werden die denn wohl brauchen? Napalmpfeile, das habe ich schon. Explosive Pfeile. 650 Bergungsgut. Tja, dafür braucht man natürlich metallischen Schrott, um explosive Pfeile herzustellen. Gegengewicht. Wofür das denn? Für die Präzision. Na gut. Soll es dann auch hier mal gewesen sein? Hier liegt ein Dokument. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Okay. Sehr erleuchtend. Es geht um einen Stern, den sie nicht kontrollieren können. Okay, den muss ich dann wahrscheinlich zerstören, damit wir hier heil rauskommen. Wer weiß, was für Mächte wir hier noch beseitigen müssen, damit wir hier fortkommen. Was ist mit dir? Okay, du bist schon etwas länger tot. Alles klar. Aha. Okay. Das ist so ziemlich derselbe Gang hier. Nur, dass ich hier irgendwie rüberkomme. Um eine weitere Truhe zu öffnen. Okay, da komme ich nicht raus. Ah, hier liegt wieder was. Ein Geokaches. Yay. Wie ich mich gerade freue. Das könnt ihr jetzt gerade weder sehen noch hören. Aber na gut. Hier hängt schon wieder eine. Juhu. Das Teil ist aber auch ein bisschen verbuggt. Ja. Da hängt nicht mal hier an der Decke, sondern noch irgendwo da drüber und geht noch da durch. Das sieht ja mal scheiße aus. Also, das hätten die hier auch ein bisschen besser machen sollen. Wieder mal ein paar kleine Details.
Ich gucke mir leider einiges viel zu genau an. Bei anderen Dingen interessiert es mich fast gar nicht. Wenn da irgendwas nicht so richtig hinhaut. Doch, jetzt gucke ich wirklich auf jedes Detail. Okay, jetzt müssen wir hier die Tür öffnen, ne? Yay. 2. Okay, das Grab muss 2 in was? Ebenen sein. So, Stockwerk. Sag das doch gleich. Was kann ich hier machen? Der Aufzug steckt fest. Wirklich? Ich gehe mal kurz nachgucken. Jetzt klatscht das Ding runter, ne? Nee. Das wäre zu gemein. Jetzt ist es kaputt. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Na gut. Gucken wir trotzdem mal nach unten. Ich muss irgendwie da durchkommen. Die Tür sieht ein bisschen alt aus. Nein, also mit Logik hat das hier nichts zu tun. Hier. Gibt's hier nicht irgendwo ein Knöpfchen für diesen Aufzug? Ach so. Okay, da geht's rüber. Auch gut. Das hat mich jetzt wirklich sehr weit gebracht. Wirklich. Ja. Yep. Geht's noch weiter nach oben? Voll. Seid ihr auch voll? Na gut, drücken wir mal das Knöpfchen. Ich muss die anderen Teile lockern. Die anderen Teile? Lockern? Was? Was für Teile? Was labert die da für Müll? Der mich jetzt erschrocken hier. Oh. Fast hätte ich das Springen vergessen. Ja, ich habe gerade Bergungsgut gesehen. Das heißt, ihr braucht mich darauf nicht aufmerksam zu machen, weil ich sowieso gleich holen werde. Bergungsgut. Na? Was? Das war eigentlich voll daneben, aber. Oh, Akku für Controller 1 ist leer. Schließen Sie den. Keine Ahnung. Na, schön festhalten. Das denn? Achso, dort ist das dann. Alles klar. Ich habe jetzt auch überhaupt keinen
anderen Teile lockern. Also. Wieso? Wie denn? Was war das jetzt? So. Ist doch aber voll. So, da unten liegt das Bergungsgut. Ich habe jetzt mal extremst keine Ahnung, was die meinen mit lockern müssen. Ach so, hier sind Löcher drin. Ich muss noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Natürlich. Jetzt hab ich's kapiert. Na, dann stürzt das Teil nach unten. Ich weiß nicht, ob die das so will, aber... Ne? Ist aber auch mal wieder ein toller Zufall, dass gerade da die Löcher sind, ne? Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Was? Der Aufzug bewegt sich doch durch das Drücken von Knöpfen. Naja. Tun wir mal so, als wäre es normal. Ich gerade nicht. Wie soll ich jetzt daran kommen? Also weiter nach unten geht es nicht. Ups. Na, komm, hoch, hoch, hoch. Zieh dich hoch. Komm schon. Ups. Was ist denn hier? Wie komme ich denn jetzt da hin? Wollt ihr mich verarschen? Irgendwie denke ich ja, hm? Oh.
klettern. Okay. Was ist das denn hier für Mist? Muss ich das erstmal ganz hochfahren, damit ich da irgendwie rankomme. Das ist jetzt irgendwie doof. Muss doch irgendwie da rüberkommen. Wahrscheinlich während das Ding hochfährt, ne? Ich fahr's nochmal runter. Verdammt. Ja, komm. Toll. Das ist... Das wäre fast schief gegangen. Aber nur fast. So, und jetzt. Kaputt. Ich glaube, das hat ein Fähigkeitspunkt. Jetzt kann ich ganz runter, oder wie? Jo, eins. Da hat schon wieder irgendjemand geschrien, was war das? Geht das als Ablenkung? Nein. Ah, hier geht was auf. Fünfundsechzig, yay. Ich bin reich. Hilf mir mal ein! Was ballern die denn hier schon wieder? Die sehen mich noch nicht mal. Bergungsgut. Was sind wir denn hier? Ah, hier ist eine Schatzkarte. Dort. Dort liegt eine Schatzkarte.
Ah, okay. Da. Komplette Karte. Na, da haben wir aber noch einiges. Na, später. Später. Story ist jetzt wichtiger, erstmal. Aber alles, was ich so auf dem normalen Weg finde, ne? Habt ihr ja schon mitgekriegt, sammle ich ein. Na gut. Warte mal. Da hab ich schon wieder was ausgelassen. Oh, scheiß drauf. Wow. Das seht ihr jetzt einfach so, dass es hier ist. Was auch immer hier ist. Finden wir hier noch irgendwas Feines? Nein? Was ist das dort? Pfeile. Nehmen wir doch mit. Okay, dann Treppchen hoch. Oder was ist das? Naja, könnte man jetzt Treppe durchgehen lassen. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? So, wie bringe ich euch jetzt bei, dass ich diese Folge wieder beenden möchte? Ich muss sofort hier raus. Gut, ich mach's ganz kurz. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.